überleg mal, du hast einen Fake-Verkäufer, du kaufst bei dem was und sagst, hey, das geht doch so nicht. Und er sagt, ich fick dich mit meinem Anwalt. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Matchmaking-Folge hier auf dem Kernel des Dummbabblers. Es geht heute um ein ganz wichtiges Thema. Über die letzten paar Monate haben sich die Probleme gehäuft, die ich in meinem PC habe. Also Probleme, die sicherlich auch behoben werden könnten durch einen kompletten Neuaufsatz des PCs, also des Betriebssystems, ja, einfach mal neu machen. Aber er kommt auch langsam hardware-technisch an seine Grenzen. Sorry. Highway Sound. Er kommt auch hardware-technisch eben langsam an seine Grenzen, also es ist hart, wortwörtlich. Alter, bist du mal umfallen? Und da muss eben langsam, aber sicher, ein neuer BC dran. Oder daher. Und das wird jetzt praktisch so in die Wege geleitet, also der neue Computer. Mein Plan bei der ganzen Geschichte ist wie folgt. Ich weiß genau, einige von euch oder viele von euch kennen sich sehr gut aus mit PCs. Deswegen dürft oder sollt oder könnt ihr mich da so weit beraten, wie ihr es möchtet oder wie es eben in eurer Macht steht. Ich habe euch hier unten zwei Links reingepostet. Einmal von MIFCOM und einmal von Alternate. Das sind, ja, Computer, Hardware, Anbieter. Ihr kennt diese Namen sicherlich. Und das sind direkt Links zu Konfiguratoren, wo man eben Computer komplett konfigurieren kann, also ganze Systeme zusammenwursten kann. GeForce, er ist auch hier gerade mit im Spiel dabei, on Highway to Highway, hat mir bereits zwei Konfigurationen, also jeweils eine auf diesen Seiten erstellt. Das ist praktisch so der, in diesem Rahmen, ohne das Forklift, in diesem Rahmen sollte man sich bewegen. Also nicht in diesem Hardware-Rahmen, aber in diesem finanziellen Rahmen. Denn es geht hier um 2000 Euro, plus minus 100 Euro oder vielleicht sogar 200. Aber ja, also der PC sollte nicht arg viel mehr wie 2000 Euro kosten. Ich weiß, es ist wirklich ein recht fettes Budget. Da ich aber täglich mit dieser Hardware arbeite oder arbeiten muss und will, benötige ich einfach was richtig, richtig, richtig ist. Das, was ich hier habe, ist auch wirklich schon eine geile Socke, aber er ist schon sehr alt. Der Prozessor, wir haben vorhin geschaut, ist zum Beispiel 6 Jahre alt. Und ein 6 Jahre alter Prozessor, einige von euch werden jetzt sagen, what, da war ich gar nicht geboren. Das ist halt schon, ne, solche Altersklassen. Mein kompletter PC, bis auf die Grafikkarte, ist 6 Jahre alt. Die Grafikkarte kann gar nicht richtig powern, weil der PC an sich halt nicht mehr so gut ist. Darum gibt es jetzt einen neuen. Auch für Studienzwecken brauche ich da einfach wieder was Gescheites, aber vor allem natürlich für YouTube und für Twitch, weil ich mit dem alten Teil langsam nicht mehr rumkomme. Als ich umgestiegen bin auf die höhere Auflösung mit 60 FPS für die Videos, hat sich die Renderzeit extrem erhöht. Es kostet mich einfach zu viel Zeit. Das Rendern an sich, weil während der PC rendert, kann ich nichts machen. Und das Schneiden ist auch wirklich cancerous geworden, weil ich beim Schneiden, wenn ich mir dann mein Geschnittenes anschaue, und ihr müsst euch vorstellen, ich mache Minimum 100 bis 200 Cuts pro Video, eher mehr. Bei großen Videos sind das 1000 Schnitte. Das heißt, ich muss 1000 Mal schneiden, nach vorne spulen ein Stück und dann auf Play, um mir das anzugucken. Und dann dauert es 5 Sekunden oder 10, bis es losgeht. Da wirst du wahnsinnig. Da wirst du verschissen nochmal. Das sind 1000 mal 10 Sekunden. Da fliegt dir der Hut weg. Von der Wartezeit her. Das kann und will ich nicht mehr durchgehend so machen, weil ich da einfach so unglaublich viel Zeit verliere, die ich für YouTube oder Twitch besser umsetzen könnte oder eben auch für mein restliches Real Life natürlich, ne? Darum brauche ich endlich mal wieder was Neues. Ich denke, nach 6 Jahren kann man sagen, dass man sich da mal was Neues holt. Und das mache ich hiermit. So, ich steige jetzt übrigens um auf Orb. Von Ump auf Orb. Ich glaube, der ist hier close. Pass auf. Wie gesagt, 2000 Euro plus minus 100, 200 Euro ist der preisliche Rahmen. Ihr könnt anhand der Links hier unten auch direkt eure eigene Konfiguration machen. Aber auch erst vielleicht mal drüber schauen, was GeForce mir da so geraten hat. Von GeForce kann ich zumindest behaupten, dass er schon wirklich viel Ahnung hat. Aber es kann ja sein, dass es jemanden gibt, der bei einem gewissen Punkt sagt, hey, Moment mal, da könnte man vielleicht was nehmen, was 30 Euro mehr kostet. Aber dafür wirklich extrem viel stärker ist. Weil genau dieses Wissen fehlt mir halt. Ich weiß, ich studiere Informatik, aber ich studiere halt eben nicht diese einzelnen Hardware-Unterschiede und hin und her. Ich muss mich da auch erst einlesen und vielleicht gibt es einfach welche unter euch, die dann direkt sagen, gar kein Problem, Dude, das mache ich dir easy, ich weiß Bescheid. Deswegen schaut euch vielleicht erstmal die Sachen von GeForce an, zu denen er mir geraten hat. Ja, und dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt sagt, ich will da gar nicht großartig dran rumschrauben an der Sache von GeForce, sondern ich will mein eigenes machen, könnt ihr auch gerne euer eigenes machen. Also eure eigene Config. Bei Alternate oder bei MIFCOM oder auch bei anderen Anbietern. Mein Favorit ist im Moment die Alternate-Konfiguration. Die ist sogar insgesamt ein bisschen günstiger wie die von MIFCOM. MIFCOM wäre am Schluss, glaube ich, 2128 Euro. Das bei Alternate kostet 2049 oder 39 Euro mit Zusammenbauen. Alternate verlangt 100 Euro zum Zusammenbauen, aber die machen da auch noch einen Stresstest und so weiter. Das finde ich nicht schlecht. Also da war ich von Anfang an in Kenntnis gesetzt, dass es auch so viel kostet. Ich habe mir schon mal einen PC online zusammenwursten lassen, eben diesen hier vor 6 Jahren, und den auch zusammenbauen lassen auf dieser Seite. Wow! Und Seaspawn. Deswegen komme ich damit voll und ganz klar mit diesen 100 Euro Zusammenbau-Scheißdreck. Das ist mir völlig wurscht. Das Gute ist, dass die ja dann noch einen Stresstest machen und auch direkt gucken, wie das alles funktioniert und mir dann auch diesen Bericht schicken. Ja, nun nenne ich euch die weiteren Eckdaten. Es ist sehr wichtig, dass ich 3 Festplatten drin habe. 3 Stück. Einmal eine SSD, auf der
das Betriebssystem läuft und die noch so viel Platz hat, dass ich da vielleicht auch mein Renderprogramm, also mein Bearbeitungsprogramm drauf haben kann. Es sollten Minimum 120 GB sein. Oder was heißt Minimum? Es sollten 120 GB sein. Mehr muss es nicht sein. Vor allem wird das dann auch so teuer. Und ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich finde 2000 Euro ist schon echt ein Riesenbetrag. Also gerade jetzt für mich, kleinen Hans, ist es wirklich ein Klopper. Nein, nein. Oh mein Gott, I tried to stun. Okay. I tried to plant. Oh, shit. Ja, das ist eine riesige Investition und die tätigt man ja nicht einfach so und vor allem will ich da nicht unbedingt da noch so extrem viel drauflegen. So, zurück zu dem Festplatten. Eine SSD, ihr könnt auch gerne mitschreiben. Es wäre echt nicht schlecht, wenn ihr vielleicht mitschreibt. Also 2000 Euro ungefähr die Preisvorstellung. Darunter ist natürlich immer besser. Drei Festplatten. Eine SSD, 120 GB. Die anderen zwei Festplatten sollen normale Festplatten sein, HDDs. Beide mit einem Terabyte. Wobei bei einer sehr wichtig ist, dass sie sehr, sehr schnell ist. Die sollte mindestens 7200 Rounds per Minute haben, denn wenn ich aufnehme... Oh mein Gott, one forklift. Ich habe den gar nicht gesehen, fuck! Denn während ich aufnehme, muss die Festplatte sehr große und viele Daten auf einmal schreiben. Groß und viel in Bezug auf Daten ist ja eigentlich dann dasselbe. Also, ja, ne, vor allem, wenn ich mit Fraps aufnehme, was ich zwar nicht oft mache, aber... Alter, kannst du die Tür mal schließen? Ist der so fett? Wie hat das Schild im Nichts? Ja, und dafür muss zumindest eine der zwei HDDs sehr schnell sein. Ein Terabyte groß, sehr schnell. 7200 Rounds per Minute. Die zweite, die einfach zum... aus fuck, Mann, schon wieder der Forklift-Pisser! Die zweite muss nicht zwingend so schnell sein, sie sollte aber auch Minimum 1 Terabyte haben. Sie kann auch 2 Terabyte haben, je nachdem, wie es eben von dem Preis-Leistungssegment dann passt, ne? Das, ja. Damit man am Schluss nicht über die 2000 so weit drüber schießt. Also es würden auch 2 1 Terabyte Platten reichen. Ich kann da ja dann bei Belieben aufstocken, wenn ich möchte. Die Grafikkarte sollte Minimum meine aktuelle Grafikkarte sein. Eher besser. Die GeForce GTX 1060, 6 GB Overclock. Hanswurst. GeForce hat mir da eine gesucht, die, also GeForce heißt GeForce, ist jetzt an der Stelle ein bisschen verwirrend. Er hat mir eine 1080 rausgesucht mit 8 GB. Das ist schon ziemlich krass. Ihr seht es ja auch in den Konfigurationen. Nice. Arbeitsspeicher sollten es Minimum 16 GB sein. 32 wären noch geiler, weil ich das gerade für die Videobearbeitung sehr gut gebrauchen kann. Der Prozessor sollte natürlich auch echt ein Biest sein. Mein aktueller ist ja schon echt krass biestig unterwegs. Also wir haben vorhin geschaut, GeForce hat dann einen rausgesucht, ich glaube für 300 oder 400 Euro ein i7, ein richtig geiles Teil. Aber mein alter ist in manchen Daten, was das GPU-Prozessor Datenblatt angeht, des Prozessors, noch besser wie der ganz neue, den wir ausgesucht haben. Das ist echt abnormal. Ich weiß nicht, welcher Wert das war, aber mein alter hat bei diesem Wert irgendwas mit 850 und der neue hat 350. Aber insgesamt ist der halt schon besser natürlich, der neue. Der rockt. One is close. Right sides. Fuck, er kommt einfach davon. CD-Laufwerk brauche ich auf jeden Fall. Ich habe in diesem hier kein CD-Laufwerk. Ich habe 6 Jahre lang mit einem externen CD-Laufwerk geschafft, dass, wenn es zu stark vibriert, was es eigentlich ja immer macht, irgendwann, ne, wenn man CDs einlegt oder die gelesen werden, dann bricht die Verbindung ab. Die USB-Verbindung. Das war ein Riesenspaß, als ich GTA installiert habe. Holla die Waldfee. Ihr könnt euch nicht glauben, wie viel Spaß das gemacht hat. Okay. Mit. Shit, 50, fuck! Ich gehe gegen eine AWP ran, warum mache ich das? Ich habe es in der ersten Millisekunde sofort gesehen, ah, der hat eine AWP. Was mache ich? Ich bleib mal kurz stehen. Also, GeForce hat mir da für 14 Euro jetzt in seine Config so einen DVD-Brenner, CD-Reader eingebastelt. Passt. Was noch? Lass mich kurz überlegen. Das Gehäuse sollte auf keinen Fall irgendwie einen Aufpreis haben. Ich will keine Bling-Bling-Lichter, es kann einfach ein schwarzer Klotz sein. GeForce hat mir dann ein ziemlich krasses rausgesucht, das halt sehr viele Lüfter hat, die schön leise sind. Was mache ich für eine Scheiße, Mann? Cardreader ist auch unnötig, der ganze Kram. Das kann ich mir auch dazu holen. WLAN brauche ich auch nicht. Den Rest seht ihr in der Config. Ach ja, und das Betriebssystem Windows 10 Professional. Ich habe vorhin mit GeForce darüber gesprochen und ne, wir waren im Teamspeak und haben da alles ausgeguckt und sowas. Und er sagt zu mir, es kostet irgendwie 130 Euro oder 150 Euro, das Betriebssystem. Ich so, was? Ich habe gestern auf Amazon geschaut, da kostet es 20 und er, und dann gehe ich da drauf, ne? Und das sieht voll gut aus. Das Bild und sowas auf Amazon. Und du guckst rein, das hat irgendwie 150 positive Bewertungen und 120 negative. Wo alle scheinen Betrug. Oder die Sprache ist, das ist nicht Deutsch. Und der Key geht nicht, da steht, das wäre schon woanders benutzt und hin und her. Einer hat geschrieben, er hat sich an den Verkäufer dann gewendet, weil er sich so aufgeregt hat, ja, dass der Scheiß nicht geht. Moment. Der Käufer hat ihm dann mit einer Schadensersatzdrohung gedroht. Und hat so einen Schmarrn geschrieben. So von wegen. So von wegen, ja gut, ich hol meinen Anwalt und so ein Kram, ne? Er wäre ultra abgegangen, also ein Betriebssystem auch von der Seite. Die Sachen kosten tatsächlich so viel. Wahnsinn, oder? Überleg mal, du hast einen Fake-Verkäufer. Du kaufst bei dem was und sagst, hey, das geht doch so nicht. Und er sagt, ich fick dich mit meinem Anwalt. Nein! Ja! Nein. Ich sammle ja gerade richtig krass die Assists. Bei dieser ganzen Sache gibt es jetzt einen extrem wichtigen Punkt, der mir sehr auf den Magen drückt. Und zwar, als es damals um die neue Grafikkarte ging, haben ja viele von euch schon gesagt, hol dir einfach einen neuen PC, deiner ist schon so alt und bla bla bla. Und in dem Zuge haben auch einige von euch gesagt, mach doch einfach...
mach es doch einfach als Spendenziel und sowas und mal gucken, was zusammenkommt. Ich habe es in dem gestrigen Video schon angesprochen, ich kann doch nicht einfach 2000 Euro angeben als Spendenziel. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben zwar schon sehr viele große Spendenziele gehabt, aber 2000 Euro ist echt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie seht ihr das? Soll ich das als Spendenziel einstellen oder ein Teil oder gar nicht? Ist es krass, wenn ich es mache? Sieht das assi aus? Also, ihr wisst ja eigentlich alle, dass es auf Goodwill ist. Es muss ja gar nicht gefüllt werden. Wenn da 0 Euro nach X Zeit stehen würde, wäre es auch nicht schlimm, ne? Also, ich höre mir das Teil ja so oder so. Es wäre ja praktisch nur eine unterstützend, also eine Spende halt einfach, wie der Name schon sagt. Glaubt ihr, ich kann das machen? Oder findet ihr, geht es? Kann ich es einfach da hinschreiben? Soll ich einfach einen kleineren Betrag, einen kleineren Teil, 200 oder 500 Euro oder sowas, soll ich das, ist es besser? Oder soll ich einfach 2000 Euro da hinschreiben und wir schauen eben, wie viel nach einem Monat zusammenkommt? Ich will auf keinen Fall greedy oder irgendwie so erscheinen oder als wenn ich da keine eigene Kraft oder so oder kein eigenes Geld reinstecken wollen würde. Ich weiß, viele Streamer machen das. Die schreiben dann rein, Gaming-PC oder einen Gaming-Stuhl für was weiß ich, wie viel Hunderte von Euro. Oder denke ich da einfach komplett krass und ihr sagt, ey, so denkt doch keiner, es nimmt doch keiner was Böses von den anderen. Von Forklift. Oh mein Gott, komm her, du Babsack. Habt ihr das gesehen? Ah, er ist tot. Wie der wieder rumgelackt hat, der Piese. Ja, nein, fuck! Da ist mir eure Meinung extrem wichtig, dass ihr euch darüber mal auslasst, wie ihr das seht. Das ist der Bruder von GeForce, er rockt sie einfach alle weg. Oh, kein Attack dabei? Ach, kommt. Ich freue mich natürlich wie ein Schnitzel auf das neue Teil. Na, Onspot, fuck. Alter, ich call wieder rum, wie so ein Dummkopf. Und dann kriege ich den Lucky Header. Ja, es wird natürlich einfach entspannt für mich. Alles viel, viel entspannter. Ich muss nicht mehr so rumkurbeln. Ich muss bei OBS nicht mehr genau auf die Bitraten schauen, auch beim Aufnehmen, dass es passt, ohne dass das Spiel laggt und so. Also bei GTA und bei PlayerUnknown Battlegrounds fehlt, ist es mit der Hauptgrund, warum ich es nicht so oft bringe, weil ich große FPS-Probleme habe beim Spielen und beim Stream sowieso. Ich würde so gerne donnerstags mit euch zusammen streamen und spielen, eben dieses Spiel. Und ich kann es einfach nicht, weil mein PC zu bad ist. Das Teil ist so ein CPU-Fresser, das ist unglaublich. Und meine CPU ist halt jetzt 6 Jahre alt. Ne? Stream, das alles gleichzeitig ist hart. Guck mal da, die Jungs, was sie machen. Left side, hier ran. Ah, er flasht. Bastard, Mann! Das gibt's doch nicht. Wie soll ich den Kills machen, wenn ich andauernd so widerliche Situationen habe? Das waren jetzt wieder viele Informationen für euch. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen mitgeschrieben bei den PC-Eckdaten, damit ihr... Ich spiele wie ein querschnittsgelähmter Mann. Was mache ich? Ich ziele auf ihn, er läuft weg, aber ich schieße immer noch dahin, weil ich einfach cool bin. Es geht doch. Wenigstens noch einen Kill zum Schluss gemacht. Ich würde sagen, damit kann man nicht wirklich zufrieden sein. Nein, nein. Ich habe 5 oder 6 Kills gemacht. Um Gottes Willen, wie peinlich. Hat zum Glück keiner gesehen. Ihr habt ja die Augen zugemacht die ganze Zeit, oder? Ich habe es auf Blackscreen gerendert, damit der alte PC das schafft, ne? Ja, ja. Ihr habt das nicht gesehen. Gut. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich gerade nur 5 Kills gemacht habe, okay? An der Stelle bitte ich euch wirklich um Mithilfe bei der Konfiguration des perfekten 2000 Euro PCs. Aber fast schon noch ein bisschen mehr bei der Frage, ob ich dafür in irgendeiner Form mal ein Spendenziel einrichten soll. Und damit ihr alle auch schön immer die Endcards anschaut, werde ich jetzt gleich in der Endcard ein kleines Giveaway machen, nicht wahr? Also schön bis zum Ende gucken. Ja, Bangert, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wer jetzt noch da ist, schreibt einfach Hashtag und irgendeinen Tiernamen. Ihr könnt euch aussuchen, was für ein Tier. Es ist scheißegal. Irgendein Tier. Also Hashtag Giraffe zum Beispiel. Unter diesen Leuten verlose ich 10 in Zahlen. 10 Graffitis. Here we fucking go.